Das hat's gebracht. Das war jetzt super. Okay, so hätte ich das Geschütz nach oben gekriegt. Oder wie? Aber das bringt doch nichts. Aktenschrank. Ich könnte die Tür auch einfach so aufbrechen, denke ich. Aber das wäre, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. Aber ich habe... Ich weiß, wo das Geschütz ist. Da. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da rein? Kransteuerung, die bringt mir jetzt hier auch nicht nochmal was. Ne? Ich kann das Ding nur runterfahren, denke ich. Ich probiere es mal. Ja. Okay. Das bringt nichts. Aufgrund katastrophaler Schäden in Frachtraum 1 ist der gesamte Bereich zu räumen, bis alle Reparaturen abgeschlossen wurden. Mitarbeiter werden wegen neuer Posten kontaktiert. Dies ist eine Aufzeichnung. Okay, das war jetzt auch ein sehr interessanter Weg. Aber scheint geklappt zu haben. So. Geschütz Nummer 3. Und gleich geht's los mit sehr interessanten Schießeinlagen, denke ich. Der Part hier, der ist momentan ganz nett. So. Bevor ich jetzt wie wild schießen lasse. Einmal nochmal zum Recycler. Alles recyceln, was da ist. So, ein bisschen was hatten wir hier gefunden. Vielleicht reicht es, um nochmal Munition oder sowas herzustellen, aber ich glaube nicht. Mal gucken. So, was haben wir denn? Start. Jo, also Munition geht schon mal nicht. Zumindest hier nicht. Kuhstrahl auch nicht. EMP-Ladung? Nein. Köder, Disruptor-Batterie. Morgens Zündschlüssel, den stellen wir mal her. Ich habe keine Ahnung, wann ich diesen Bauplan gekriegt habe. Ich weiß es nicht. Ich nehme den mal mit. Ja, den brauchen wir ja zur Selbstzerstörung der Station. Ich habe keine Ahnung, wann ich den Bauplan gekriegt habe. Habe ich nicht mitbekommen. Aber wir haben ihn und das ist doch super. Und den Rest kann ich nicht herstellen. Okay, so, es ruckelt. Es ruckelt leicht. Ich weiß nicht warum, aber es ruckelt leicht. So. Schrot haben wir. Ich werde mal auf die Waffe wechseln. Auch keine Ahnung, ob die gut ist oder nicht. Diesmal mache ich mal ein richtiges Speichern. Neuen Spielstand. Ja, wir legen mal jetzt mehr Spielstände an als sonst. Gut. So. Dann wird's jetzt interessant. Officer Maddox bereit. Geht alle in Deckung? Hoffentlich ist der Medizin-Operator einsatzbereit. Den werden wir danach brauchen. Oh ja. Und, wer macht die Tür auf? Machen wir's? Wir machen's. Ja, wer? Doch nicht ich, weil die Dinger schießen auf mich. Ich glaube, ich muss das tun. Mist. Okay, die schießen jetzt auf mich. Hä? Nee. Das kann nicht Ziel und Zweck der Sache sein, weil das Ding hat ja einen Zahlencode. Okay, nochmal. Ausfahren. 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 Waffe wechseln. Officer Maddox bereit. Tun wir es. Ich bin bereit, es krachen zu lassen. So, kommt mal alle her. Sarah, du auch. Was steht denn da oben jetzt? Alte von Sarah, den Code für den Frachtraum B. Ist der Medizin-Operator nein! Den werden wir danach brauchen. Nein, nein, nein! Ich muss wirklich an die Dinger ran. Scheiße! AAG ist ausgerichtet und scharf.
Freue mich schon, unseren Freunden einzuheizen. Hier ist der Code für Frachtraum B. Ja. Machen wir's? Wir machen's. Verdammte jetzt oder nie. PGNs, viel zu klein. Sind was für Zivilisten. Toll. Und wie mache ich das jetzt? Wie komme ich denn da ran? Wir haben Mission, nur einen Versuch. Check. Alles klar? Luft, check. Ich kann die Dinger nicht mehr einpacken. Check. Okay. 3, 4, 1, 6 und ich bin tot. Liebe Programmierer, was habt ihr da wieder für einen Mist gebaut? Das müsst ihr doch sagen, dass die... Zwei Fähigkeiten ist... Oder drei. Ich habe drei Fähigkeiten gelernt und diese blöden... Ah, nein. Falsch. So. Wir probieren es mal. Vielleicht geht es ja hier. Wenn ich die Dinger wirklich so stelle, dass sie als aller erste Verteidigungslinie gelten sollten. Moment. Ja, sei ruhig. Und der zählt nicht, weil die jetzt dicht an der Tür stehen oder was? Hallo? Ausfahren? Kein Platz, weil der Typ da steht? Ja, schön. Aha. Stehen sie dicht an der Tür. Stückchen zurück, also. Ich sollte Beta-Tester werden, weil das ist irgendwie... Was soll denn das? AAG ist ausgerichtet und scharf. Freue mich schon, unseren Freunden einzuheizen. Hier ist der Code für Frachtraum B. Aha. Das hat ja gerade auch wieder toll geklappt, ne? Drei, vier, eins, sechs. Jetzt geht's los. Na, mal gucken. Die machen das schon. Mach mal kurz einen Scan. Wir haben es geschafft. Hoffe ich. Sehr schön. Ausgezeichnete Schießerei, wenn ich das so sagen darf. Und das habt ihr vorher nicht alleine hingekriegt. Und ich lebe noch. Wir leben noch. Jetzt eine Zigarette. Morgan, Sie haben uns den Arsch gerettet. Jetzt gehen Sie da raus und versuchen noch mehr zu retten. Ja, ich pack mal hier meine Lieblingsdinger wieder ein. Moment. So. Ist Tamiko in Ordnung? Tamiko! Immer. So, wo soll ich denn nun eigentlich hin? Meine Freunde. Was soll ich denn machen? Schlüssel zum Königreich. Hol dir Alex den Schlüssel. Yo. Das bedeutet also, ich komme jetzt hier rein. Und hoffentlich habe ich jetzt hier keine Gegner mehr. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich hier irgendwo was noch, was ich sehe. Da geht's auf. Aha, hier kann... Ah, schön. Hier kann man ein bisschen was mitnehmen. Ja, super. So. Dramatische Musik. Ich habe keine Ahnung, warum. Und witzigerweise ist das jetzt wirklich das erste Mal, dass man sich hier vollständig ausrüstet und eigentlich nicht selbst kämpfen muss, ne? Bin schon gespannt, wie lange die Muni reicht. Die Munition. Die ich jetzt hier kriege. Denn momentan fühlt sich's an wie so ein halber Reset, so unter dem Motto, dass der Programmierer gesagt hat, hey, wir können die Leute ja nicht komplett unbewaffnet durch die Gegend laufen lassen. Man muss ihnen schon was geben, damit sie hier mitspielen können. Und deswegen geben wir ihnen das auch. Okay, aber die Frage ist, und die Frage stelle ich mir jetzt wirklich, also schön, dass ich das Ding hier jetzt freiräumen sollte. Wo soll ich denn jetzt hin? Außer zu Christophers Schmidt. Okay, muss ich hier rein? Kann ich hier rein? Kann ich. Okay.
Da hinten ist ein Phantom. Boah, schön, Dank. Schönen Dank auch. Moment. Das ist für eine Recycler-Granate doch richtig geeignet. Dieses wunderbare Phantom. So. Und natürlich brennt sich das hier wieder durch. Das musste ja so sein. Okay, das Phantom hatten wir ja auch gesehen. Das war ja hier zu sehen. Da geht's raus. Okay. Was haben wir hier? Abriegelung auf Direktorenebene blockiert. Mikrogravitation entdeckt. Ja. Wie denn jetzt? Was bringt mir denn das? Jetzt mal ganz blöd gesagt. Mehrere Ziele. Jetzt fliege ich hier durch die Gegend, ja? Aber warum? Warum sollte ich denn hier fliegen? Können wir mal wieder rein? Normal. Sag doch, was bringt mir denn das? Hallo? Licht? Ah, da lang. Das war jetzt eben halbwegs überraschend. Und anscheinend... Ja gut, anscheinend kann ich jetzt das Gebiet hier wieder verlassen. Und ich habe noch viel mehr auf Lager. Was ja nicht so... Ja, hast du gut gemacht. Wo ist denn hier mein komischer Operator? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier irgendwo einen gibt. Und was wird denn jetzt aus den Menschen hier? Wenn ich die Station in die Luft jage, dann sind die doch alle verdammt. Jetzt mal so blöd gesagt. Alles gesichert. Ah, da hinten fliegt er. Muss man hier einmal rum? Entschuldigung, ich muss mal durch. Jetzt ist der doch nicht etwa nach unten geflogen, oder? Nö, er hängt. So. Jo. Und was ich auch einmal mache, bevor ich jetzt weitergehe, ich gehe nochmal zu dem Medic-Droiden, damit ich wirklich komplett wieder auf dem Damm bin. Und ja, momentan macht das Programm wieder Laune. Aber in der Mitte war wirklich absoluter Tiefgang. So, Medkicked. So, das haben wir. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich irgendwas noch gelootet habe. Ich meine, wenn ich jetzt hier bin, was ist das? Ah, das ist der Zündschlüssel, den kann ich nicht verkaufen, das ist klar. Okay, Waffen-Upgrade. Ich habe 4 Waffen-Upgrades und weiß davon nichts. Warum weiß ich davon nichts? Wir machen mal hier... Den da, den Rückstoß. Nachladegeschwindigkeit. Definitiv Nachladegeschwindigkeit, finde ich gut. Jo, haben wir. Bei der Waffe... Ich gehe erstmal einmal kurz durch, ja. Es kann sein, dass ich gleich die Schrotflinte nochmal aufrufe. Präzision nehmen wir auch. Dann ist die auch, soweit wie es geht, vollständig abgegradet. Was mich zu dem Punkt bringt, wieso kann ich eigentlich nicht die Sache weiter upgraden? Wo ist denn hier dieser Wissenschaftler? Stoffwechselboost? Achso, das war die Nahrung, genau. Hacker. Psychotronik. Psi-Experte, Moment. Ah, hier habe ich mehr Psi. Das ist auch wichtig. Das müssen wir, glaube ich, mal lernen. Okay. So, Hebelkraft, Schlagkalibrierung, Sicherheit, Schusswaffen. Erhöht den Schaden von Schusswaffen auf 120 und kritische Treffer. Auch schön. Ich bräuchte viel mehr diese Neuromods, wie ich hier feststelle.
Aber ich weiß nicht, wo ich hier diesen Waffenteil kriege. Damit ich andere Verbesserungen einbauen kann. Das ist mir gerade ein wenig unklar. Gut, Glukanone. Auch die werden wir noch verbessern. Nachladegeschwindigkeit ist jetzt nicht so wichtig. Okay, ich gehe dann doch erstmal nochmal kurz auf die Schrotflinte. Mache da den Rückstoß. Dann ist die Schrotflinte soweit vollständig. Die Pistole. Und dann gehen wir mal auf sie. Schaden, Schussanzahl, Aufladegeschwindigkeit. Erhöht die Aufladegeschwindigkeit, den Energieverbrauch. Ja. Hier kann ich mit der nämlich öfter schießen. Denke ich. So, dann haben wir das auch. Wir haben alles abgegradet, was geht. Und wir sind zum ersten Mal im Spiel wirklich wieder bei 100% von 100. Das gefällt mir. Also ich muss mal sagen, endlich ist das Programm mal wieder so, dass ich sage, es könnte weiter funktionieren. Okay, nächstes Gebiet, Lebenserhaltungssystem. Und ich hoffe, dass ich da hin muss. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo die Quest weitergeht. Also ich weiß ja, ich soll irgendwo den Schlüssel von Dings finden, von Alex. Und sie haben mir auch gesagt, wo der sich aufhält, aber ich habe es vergessen. Nika, weiß nicht, ob Sie Ihr Transcribe haben. Morgan ist auf dem Weg zu Ihnen. Ich warne Sie nur vor, damit niemand aus Versehen auf... Scan abgeschlossen. Oder mit Absicht. Morgan? Neue Psi-Fähigkeit ist er nicht auf der Erde? Morgan? Mikaela. Ich habe nicht auf Ihr Transcribe geachtet. Wie sind Sie hierher gekommen? Ich dachte, Sie wären weg, weil... Egal. Luftschleusen und Aufzüge sind dicht. Wie meine Lunge. Paraplexie. Sehe jetzt schon Punkte. Sie hatten recht. Selbst wenn ich die Spritzen aus meinem Büro hätte. Aber ich kann uns hier rausbringen. Starten Sie den Reaktor neu und umgehen Sie so die Sperre. Verrückt. Ich weiß, aber ich kann Sie anleiten. Ich würde ja selbst, aber... Kommen Sie einfach her, ja? So, ich muss mal kurz Rohstoffe sammeln. Ich muss mal kurz warten, bis es sich verflogen und verflüchtigt hat. So, das finde ich übrigens auch nicht wirklich schön gemacht. Du kommst in ein neues Gebiet und gleich hast einen Gegner vor dir. Ja, obwohl erstmal die ganzen Dialoge losgehen und so weiter und so fort. Aber trotzdem, sie packen dir als allererstes einen Gegner, sodass du dich auch gar nicht darauf konzentrieren kannst, dass du erstmal hier mitkriegst, was du tun sollst. Na gut, so. Prompt ist der Anzug wieder mal ein bisschen kaputt und das Leben auch. Und naja. So wie immer. Ne, wenn ich hier irgendwo bin... So wie immer. Reaktorkontrollraum, okay. Das ist doch nicht euer Ernst. Das Ding kann ich noch nicht einmal scannen. Das ist ja auch super. Okay, das kann ich noch nicht einmal scannen, weil es gerade außer Sicht ist. Dann scannen wir es halt hier. Ja, das ist klar. Ja. Nein. Ich will nicht... Hallo? Ich habe irgendwo gelesen, man spielt das Spiel so, dass man was testet und anschließend wieder neu lädt und... Ist ja eine nette Idee, aber was soll denn das? So, bleiben Sie mal da stehen. Wir machen mal das Spielchen hier nochmal. Und weg mit dir. Danke. Ich sag doch, wir machen das Spielchen nochmal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das Spiel geht auf die Nerven, wenn man es lange spielt. Und Gott sei Dank ist das Geschütz kaputt, weil sonst würde mich das garantiert angreifen. Und ich frag mich, Moment mal, mehrere Ziele? Ari, tut mir leid, aber bleib mal liegen. Genau wie du, Augustus und Carlo. Okay.
Okay, da ist ein Dings. Mehrere Ziele. Hauptaufzug deaktiviert. Na, das ist doch was ganz Tolles. Was? Entschärfen? Entschärfen? Ich kann das Ding entschärfen. Cool. Recyclerladung. Ich habe eine Recyclerladung gerade gekriegt. Das ist cool. So. Technik Operator. Mhm. Haben wir hier sonst noch was? Nö, ne? Ich glaube, ich bin hier falsch, aber es ist egal. Bin jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch sowas von wurscht. Ist hier was? Und wenn was? Und wo? Und wie? Und warum?